So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier, willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Was willst du? Wir sind in Skellige beim irren Lugos. Welche hättest du denn, wenn du deinen Sohn verloren hättest? Ich hab gefragt, was du willst. Und irgendwie verlieren hier lauter Leute ihre Söhne. Dein Sohn, was ist ihm denn zugestoßen? Er ist ertrunken. Ein Finnwal hat sein Boot umgeworfen. War seine erste Reise in den Norden. Tut mir leid, das zu hören. Die See hat ihn verschlungen. Ich kann ihn nicht begraben. Er wird nicht mit seinen Ahnen tafeln. Hä, Seebestattung zählt doch auch. Okay, wir fragen gar nicht nach, was wir tun können. Das war's schon. Suchst du was Bestimmtes? Gut, dich wollen wir noch kurz auf die Leichen ansprechen. Und was bringt ihr noch so von den Raubzügen mit? Größtenteils das Übliche. Und Weine, Seide, Wertsachen aller Art. Oh, und Frauen. Wenn wir für die keine ordentliche Verwendung haben, wer dann? Hast du von der donnernden Dörte gehört? Auch Dübelstück genannt, der Frau von Lugos dem Irren? Oder von Goldlöckchen Sansa, der zu ihrer Zeit schönsten Frau der Welt? Beide auf Raubzügen mitgenommen. Geil. Wie das? Ah ja, Skelliger Leute. Mensch, da fühlt man sich ja wie zu Hause. So, welche Quest machen wir denn? Wir haben fliegende Fäuste, Level 30. Der Nietzsche. Die Höhle der Träume, wäre Level 14. Ein wertvolles Horn. Ah ja, das Horn sollten wir ja noch zurückbringen. Upsi-dupsi. Das machen wir aber gleich. Heda! Heda, was geht da? Ach, hier ist es schon. Ja, dann gehen wir weg. Huch. Mensch, wir sind ja zufällig jedes Mal im richtigen Gebiet. Da merkt man so, was das Einfache und das, was die schwereren Gebiete sein sollen. Hundi? Was macht ihr denn im Regen? War das mit dir? Warte, kann man euch auch irgendwie wegstoßen? Nee. Gwen? Nee. Achso, Gwen war ja mein Schild. War klar, dass da nichts mit den Hunden passiert. Aber betäuben kann man sie. Gut. Gibt's da nicht irgendwie schneller einen Weg zum Berg runter? Nee. Gut, was geht, ihr lieben Leute? Grüß dich, Reisender. Ich habe ein Horn für dich. Bitte sehr. Hier ist dein gestohlenes Horn zurück. Und die Diebe habe ich getötet. Schade. Das waren keine bösen Männer. Oh. Sie haben mir keine Wahl gelassen. Wo ist meine Belohnung? Nimm sie. Und erschlag nächstes Mal Monster, verdammt. Also ich glaube, wir sind für die Skelliger echt extrem unsympathisch. Ja, klar, ist ja so eine geschlossene Gruppe bei denen. Wow, ein Erfahrungspunkt. Wieso mache ich denn die Scheißquests eigentlich? Heldenrennen zu Ehren der Göttin. Eine schwarze Perle. Sollen wir kurz das abholen, dann ist die Quest weg. Ah, hier unten hat es keinen Schnellreisepunkt, ne? Oder wie war das? Doch, es gibt noch einen weiter unten. Komm, wir rennen weiter runter. Hurra! Es regnet, pisst, ist arschkalt. Skellige ist einfach das Land zum Leben schlechthin. Oh yeah. Uns runterfallen gefällt mir jedes Mal mehr. So, einmal Schnellreise nach Schieß mich tot, Novigrad. Dahin bitte einmal. Dann gibt's ja eine Geschichte. Bald erfuhr, war ich den Bossen der Unterwelt Novigrads in die Quere gekommen und verschwunden. Ja. Der zuverlässige Geralt fand heraus, dass ich im Kerker der Tempel Novigrad. Geralt und seine Freunde schafften es, mich zu befreien. Und das war auch gut so, denn ich wusste tatsächlich, was Ciri widerfahren war. Leider weilte sie schon nicht mehr in Novigrad. Ein Schwarm von Banditen war uns auf den Fersen gewesen. Okay. Gut, geladen. Was geht, ihr lieben Leute? Oh! Was war das denn für ein Geräusch? Oh! Das ist so ein Geräusch, wenn man Zuneigung in der Öffentlichkeit braucht. Oh, er hat mich angefasst. Oh, der Hexer Geralt. Oh. So, was geht bei euch? Nichts. Ich will mal Geld! Geralt, Hexer und Perlenjäger, hier ist deine Bezahlung. Du hast sie dir wirklich verdient. Ohne dich hätte ich es niemals geschafft. Hat es sich gelohnt?
Ich denke schon. Ich glaube, sie gefällt Letta. Bist du nicht sicher? Was? Hat sie nichts zu dem gesagt, was du vollbracht hast? Letta, die sagt nicht mehr viel. Das geht schon eine ganze Weile so. Weißt du, Letta ist krank. Etwas ist mit ihrem Kopf nicht in Ordnung. Es fing mit ihrem Gedächtnis an. Sie hat Dinge vergessen. Dann hat sie Leute nicht mehr erkannt. Auch mich nicht. Und jetzt? Jetzt spricht sie nicht mehr. Ich dachte, wenn sie die Perle sieht, würde in ihr etwas aufwachen. Weißt du, wir haben viel über das dumme Versprechen geredet. Das war unser Witz viele Jahre lang. Aber nein, es hat nicht funktioniert. Tut mir leid. Mir auch. Leb wohl, Geralt. Mögen die Götter dich auf dem Weg beschützen. Oh, noch voll die traurige Geschichte. Toll, jetzt bin ich depressiv. 10 Gold. Warte, wegen fucking 10 Gold. Sind wir gerade nochmal von Novigrad nach Skellige, von Skellige nach Novigrad gefahren und wieder zurück. Und das zweimal. Wegen 10 Gold. Wenn so eine fucking Schifffahrt theoretisch 1000 Gold kostet. Ich hasse mein Leben. Level 22, wir können wahrscheinlich immer noch nichts machen. Obwohl da der bewachte Schatz. Doch, den können wir, glaube ich, machen. Komm, wenn wir schon in Novigrad sind. Gehen wir einmal kurz zum bewachten Schatz. Haben wir den auch weg von der Liste? Ich hoffe, der war jetzt hier nordöstlich. Hä? Oh! Geld im Baumstumpf. Ha! Cool. Bewachter Schatz. Schatzbewachter. Es war noch hier. Leugnet es nicht. Ich weiß es. Da hinten wuselt was rum. Und da ist auch noch ein Haus. Ah ja, tatsächlich. Wir sind hier Neblinge. Hallo! Ja, ich komm, chill. Wieso halten die denn so fucking viel aus? Komm raus. Ich habe keine Lust zu Das sind zwei, ne? Ja. Einer. Fucking zwei. Fünfte Essenz und noch mehr Zeug. So, euch wollte ich aber gar nicht. Genau, da ist jemand. Ein kleiner, fetter Fettsack. Level 24 Erdgenius. Ha! Ha! Ich weiß nicht, wie sehr... Ja, Igni bringt nichts, alles klar. Aber Quen sollte... Ja, Quen bringt ja immer was. Nicht gut. Hallo, wie greife ich ihn von hinten an? Der kann ja nicht blocken. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Okay, komm, komm. Nächste Runde. Zack, zack. Ripp mein Schild. Au. Hu, ha. Hi, ha, ho. Starker Angriff. Au. Er greift relativ schnell an, dafür, dass es fucking Stein ist. So. Mein Spaltbolzen-Zeug. Ein Schwert. Schlechtes, war ja klar. Warum sollten wir auch gute Schwerter bekommen? Also ganz ehrlich, das ist ja voll unlogisch, wenn wir gute Schwerter bekommen würden. Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Okay. Kann ja sein, dass hier noch was Cooles liegt, was Wertvolles. Nope. Alles klar. Warte, da hinten war noch Lebenszeichen. Aber von nichts Wichtigem. Haus der Erholung. Stimmt, das ist ein Portal, da konnten wir immer noch nicht rein. Da will ich jetzt endlich rein.
Ich will zum Haus der Erholung. Ich will jetzt endlich meine Erholung. Mensch. Das ist genau meine Art von Haus. Der Kaiser wird uns führen. Halt die Klappe, ich will da jetzt rein. Ich will hier rein, Mann. Leute, lasst mich da rein, bitte. Ich gebe euch einmal Geld. Oh. Gut, Weltkarte. Wir gehen wieder nach Skellige, ist ja klar. Wohin? Weiß ich noch nicht. Komm, Hafen von Gedöns da. Diese hatte einen großen Teil des Waldes zerstört und schien mit Ciris Auftauchen in Zusammenhang zu stehen. Geralt machte sich auf den Weg zu den Inseln. Also ich habe mal so grob ein Speedrun-Video gesehen von dem Spiel und anscheinend kann man das Spiel echt in so, keine Ahnung, 3,5 bis 4 Stunden durchspielen. Jetzt rechnen wir mal. Das wären, sagen wir mal, 4 Parts pro Stunde. Also wären das 16 Parts. 180. Nicht mal ansatzweise. Ansatzweise weit. Wobei doch. Aber wir haben jetzt schon, ich glaube, über die Hälfte. Machen wir den Nietzstang, die Höhle der Träume, Heldenrennen im Wolfspelz. Komm, wir machen Nietzstang. Was auch immer das ist. Irgendwo da oben. Alles klar. Dann machen wir das. Wir machen einfach mal so grob die Sachen aus Skellige. Und während wir die Quests machen, machen wir ja passiv auch noch so ein paar Fragezeichen. Dass wir jetzt nicht wirklich auf die Fragezeichen hauptsächlich gehen, sondern erstmal die Quests machen. Und wenn alle Quests gemacht worden sind, dann können wir Fragezeichen suchen. So, hallo, guten Tag, hi, ma'am. Hallo, dankeschön, vielen Dank, danke. Hm? Hm? Fühlst du dich besser? Moment, ich mach das. Oh, wir können keine Kinder angreifen. Mensch, schade. Na? Darf ich stören? Ja, meine Gebete sind eh vergebens. Mit Fluch? Ich habe gehört, du hast Schwierigkeiten mit einem Fluch. Ja, stimmt. Siehst du das? Den Pferdekopf auf dem Stecken. Das ist... Ein Nitzdang, eine Art Fluch. Habe ich schon mal gesehen. Ist eine ernste Sache. Er kann Unglück bringen, sogar den Tod. Ja, der eingeritzte Name ist der von Tjalve, meinem Erstgeborenen. Der Junge hat Fieber, wird schwächer. Ich werde ihn vielleicht vor dem nächsten Mond begraben müssen. Ich wollte den Fluch aufheben. Ohne Erfolg. Ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen, auf Hand eine aufs von Herz. Zwei Arten. Erstens, ich kann versuchen, den Urheber des Nitzdangs zu überzeugen, den Fluch aufzuheben. Zweitens, ich kann den Fluch auf den Verursacher zurückwerfen, indem ich dessen Namen auf den Stab schreibe. So oder so muss ich wissen, wer dahinter steckt. Aber ich habe keinem was getan. Ich wüsste niemanden, der mir das wünscht. Hm. Dann muss ich Nachforschungen anstellen. Alles klar. Der Nitzstang. Was ist denn das? Da kann man das quasi bei seinem Nachbarn im Garten aufstellen und schon wird er verflucht. Ein Nitzstang, ein mächtiger Fluch. An der Stange ist ein Name eingraviert. Tjalve, Sohn von Lothar. Alter, ist das Asi. Die Spur ist noch frisch. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, ich will die Spur untersuchen, bitte. Geralt? Hallo? Guck mal, da sind voll fette rote Fußspuren. Guck die jetzt an. Okay, man will sie nicht angucken. Was ist das? Ein Frauenschal? Auffälliges Muster. Besonderer Geruch. Wir dürfen jetzt Frauen erschnüffeln. Na toll. Ja, Geralt, komm. Genug geguckt. Du hast doch alles schon. Guck nicht so. Ja, ja, ja. Oh, da lang, da lang. Gut, dann würde ich aber sagen, wir schnüffeln im nächsten Part weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.